Hi und herzlich willkommen zu einem Video der etwas anderen Art hier auf dem Kanal. Es geht diesmal ein bisschen um Modding von Sunhaven, beziehungsweise weniger Modding, sondern tatsächlich Manipulation der tatsächlichen Game-Files. Wir haben das Problem gehabt bei uns im Let's Play, dass gewisse Bücher in den Minen einfach nicht fallen. Wir haben Buch 2, 3, 4, 5 gefühlte 1000 Mal gefunden, aber Buch 1 wollte einfach nicht fallen. Für alle da draußen, die dasselbe Problem haben, das hier könnte eine Lösung sein. Also was heißt, es könnte eine Lösung sein? Ich kann garantieren, dass mit dieser Methode gewisse Bücher fallen. Allerdings ist das ein ziemlicher Hack, weil die tatsächlichen Game-Files dabei manipuliert werden. So, was braucht er dafür? Also, dnspy ist ein Tool, mit dem man in Quellcode reingucken kann. Gibt es auf GitHub. Ich verlinke es euch in der Beschreibung. Ich hoffe, dass ich dran denke. Auf jeden Fall. Er ist eine Exe, heißt, wird nur unter Windows funktionieren. Für die anderen Betriebssysteme gibt es sicherlich Alternativen, die ich aber alle nicht kenne, weil ich bin Windows-Kind. So, und wenn er das aufmacht, dann habt ihr hier erstmal was Leeres. Und was ihr braucht, ist tatsächlich eine Datei aus Sunhaven. Ich sage euch auch genau welche. Und zwar unter Sunhaven Data gibt es unter Managed ein Sunhaven Core. Da passiert eigentlich die ganze Magie drin. Und immer wenn ihr irgendwelche Files manipuliert, das ist die System Core, das ist nicht die Sunhaven Core, das ist die Sunhaven Core. Immer wenn ihr Files manipuliert, legt euch vorher ein Backup an. Und irgendwo hat das jetzt auch hingeschmissen. Da oben, da steht Kopie dahinter. Ich nenne es immer BU für Backup. Dann weiß ich Bescheid. Das ist meine Backup-Datei. Die hier wird manipuliert. Und wenn wir irgendwas kaputt machen, dann können wir die einfach wieder drüber kopieren und gut ist. Auf jeden Fall. Und in unserem dnspy gehen wir jetzt in den Sunhaven-Ordner und öffnen genau diese Datei. Es ist zufällig noch offen. Ansonsten könnt ihr aber auch einfach den Link hier oben reinkopieren, wo das liegt. Und dann sammelt ihr euch die Sunhaven Core zusammen. So. Und dann stehen hier ganz lustige Dinge drin, die keiner versteht und auch überhaupt niemand verstehen muss. Wo ihr hin müsst, ist Wish. Wenn ihr irgendwas anderes ändern wollt, müsst ihr ein bisschen kreativ werden. Die Funktionen sind größtenteils sprechend beschrieben. Was ich jetzt einfach tun werde an dieser Stelle ist, ich werde suchen. Wo war das Suchfeld? Da ist das Suchfeld. Ich werde suchen nach Spawn Book. Ich weiß jetzt zufällig, dass die Funktion so hieß. Und wenn ich richtig schreiben könnte, würde ich sie auch finden. So, ich suche aber nicht nach Parametern. Was tust du denn hier? Such mal nach allen. Immer noch nicht. Okay, war es eine Methode? Es müsste eine Methode gewesen sein eigentlich. Ich weiß auch sonst noch ungefähr, wo sie liegt. Sie war unter Wish. Warum findest du die jetzt gerade nicht, wenn ich da unten danach suche? Das ist doch belastend. Sie war unter Wish und sie war unter Mein irgendwas. Irgendwas mit Mein und da sind wir bei G noch relativ weit von entfernt. KLM. Mein Generator 2 war es. Aber sag mir doch mal, warum du das nicht gefunden hast. Spawnbook, das hättest du eigentlich finden sollen. Jetzt findest du das auch. Warum möchtest du mich verarschen? Lass mich das bitte nochmal neu machen. Ich mache hier nochmal alles leer. Ja, du musst nichts dekompilieren. Ich möchte gerade nur den Assembly Explorer komplett leer machen. Das hier wieder schließen und nochmal neu öffnen. So. Ist der vielleicht case-sensitive? Öffnen. Ich öffne jetzt dieselbe Datei nochmal. Sunhaven Core. Öffnen. Suchen. Methode namens Spawn. Ja, aber nicht mit Caps Lock. Book. Jetzt findest du es. Okay, das Ding ist case-sensitive. Okay, das ist fies, aber es ist trotzdem machbar. So, also, Spawnbook ist eine Funktion, die an der Position, ja, da wollte ich gar nicht hin, die an der Position, die übergeben wird, Dinge tut. Und zwar, sie berechnet eine Nummer aus
einem random range 0, this book group count. This book group heißt zum Beispiel, die Sunhaven Bücher haben 1, 2, 3, 4, 5 und genau das ist dann halt auch hier die Zahl, die hier ausgewürfelt wird. Eine Zahl zwischen 0 und 4. Warum 0 und 4? Weil es ein Array ist und Arrays sind 0 basiert. Ich will jetzt nicht zu tief reinsteigen. Ihr müsst euch an der Stelle einfach nur merken, das Buch Nummer 1 hat die Nummer 0 und das Buch Nummer 5 hat die Nummer 4 in diesem Array. Also ist an der Position 4 in diesem Array. Und das große Problem, was wir an der Stelle haben, ist, dass der Unity Randomizer scheiße ist. Das ist keine echte Zufallszahl, die ist aber auch alleine mit einem Computer quasi nicht zu generieren. Da bräuchte man ein radioaktives Isotop oder sowas, da könnte man das schon machen. Basierend auf einem Computer ist es extrem schwierig, Zufallszahlen zu generieren. Und das ist genau das Problem, was wir haben bei den Büchern. Dieses ganze Random basiert auf einem Seed. Könnt ihr euch vorstellen, wie bei Minecraft zum Beispiel, wenn zwei Welten denselben Seed haben, dann werden sie auch komplett identisch aufgebaut. Und ähnlich ist es auch hier bei dem Random, wenn man irgendwann mal eine Kette generiert hat, wo einfach keine 1 drin ist, also kein Buch 1 drin ist, ja, dann fällt halt auch keins. So, dann gibt es hier so eine lustige Zeile. Ich erkläre jetzt einmal kurz die Funktion, dann ändern wir eine Sache und dann gucken wir mal, was passiert. So, dann gibt es hier eine sehr interessante Zeile. Wenn der Current Character in seiner Enzyklopädie einen Key enthält, der der Nummer des Buches entspricht, und das hier ist auch wieder so eine Chance, nämlich eine Chance von 66%, also zwei Drittel quasi, dann spring aus der Funktion raus und tue gar nichts. Der Punkt an der Stelle ist, dass in der Enzyklopädie überhaupt keine Bücher drin sind. Es kam ja die Theorie auf, ob vielleicht die Bücher nur dann fallen oder die Bücher, die man noch nicht hat, eher fallen, wenn man die anderen Bücher, die man schon hat, im Inventar hat. Aber das hat überhaupt nichts hiermit zu tun, denn das Inventar ist nicht die Enzyklopädie. Das Inventar ist das Inventar. So, auf jeden Fall, das hier wird meiner Meinung nach niemals aufgerufen werden, weil in der Enzyklopädie die Bücher nicht vorkommen. Zeige ich auch gleich gerne live im Game. Und wenn hier eine Nummer ausgewürfelt wurde, dann spawne an der Position, die wir hier übergeben bekommen haben, dieses Buch und gut ist. So, von wo aus wird das aufgerufen? Von Attempt to Drop Book. Da steht hier unten der Aufruf für diese Funktion. If this.canDropBook, da habe ich gleich noch was Interessantes im Game zuzuzeigen. Und wenn ein Buch überhaupt fallen gelassen werden kann von dem Objekt, was man zerstört, dann wird gecheckt, ob man in einer Mine ist. Und dann wird eine Chance ausgewürfelt. Und das ist das, was wir jetzt erstmal manipulieren. Diese Chance ist quasi eine Chance von 0,25%, dass überhaupt ein Buch fällt. Das heißt, im Schnitt fällt jeden 400. Stein fällt mal ein Buch. Also wenn hier eine 1 drin stehen würde, also ich kann es hier nicht editieren, das ist richtig, zeige ich euch gleich. Also wenn wir hier gleich eine 1 reinschreiben, dann muss auf jedem Buch auf jedem Stein, den wir kaputt machen, muss ein Buch fallen. Und das zeige ich euch auch gleich. Und zwar, wenn wir hier die Klasse C-Sharp bearbeiten, einfach, dann gehen wir hier rein und dann können wir gucken, in welcher Zeile das ist. Oder wir machen es uns ganz einfach. Wir suchen nach Steuerung F, suchen Attempt to Drop Book. Dankeschön, mehr will ich gar nicht. Und wir schreiben jetzt hier eine 1 rein. Wir sagen jetzt, die Chance, dass ein Buch fällt, ist 1. Kompilieren, speichern, Datei, alles speichern, okay. Und jetzt gehen wir ins Game rein. Mit diesen Einstellungen haben wir dafür gesorgt, dass immer, wenn wir einen Stein kaputt machen, ein Buch fällt. Und damit kann ich jetzt ein paar Theorien eine bestätigen und eine zerstören, die wir hatten. Ich demonstriere.
So, damit sind wir im Spiel. Wir sind in Nelvari und wir haben drei Schlüssel. Das ist völlig ausreichend. Das weiß ich gerade aus dem Kopf, weil ich den Tag schon sehr oft neu gestartet habe. Wir fliegen direkt zu den Minen und ich zeige euch was. Nämlich, jeder einzelne Stein wird jetzt ein Buch fallen lassen. Und alles, was kein Stein ist, wird kein Stein fallen lassen. Achtung, Buch. Zack, Buch 3. Zack, Buch 5. Noch ein Buch 5. Und ein Buch 4. Und ein Buch 2. Und ein Buch 3. Und noch ein Buch 2. Und ein Buch 3. Und da ist es nämlich Mana-Scherben. Das gilt nur für die, die tatsächlich Steine bringen. Wenn ich eine Mana-Scherbe aufhaue. Au! Oh, die droppen doch. Ich hatte beim letzten Mal, als ich das ausprobiert habe, den Eindruck, dass Mana-Scherben keine Bücher droppen. Die hat auch keine Fallen. Die hat auch keins fallen gelassen. Dann ist, jetzt haben wir auch mal eine 1 bekommen. Aber wenn ihr euch mal anguckt, das Verhältnis von einem Buch 1 zu den anderen ist schon ein bisschen krass. Und noch was. Ich kann eine andere Theorie auflösen, als falsch demonstrieren, die wir hatten, nämlich Vakumulus. Auch mit Vakumulus fallen Bücher. Wir sind voll, aber das macht an der Stelle gerade nichts. Da liegt aber zum Beispiel nochmal ein Buch 1. Wie auch immer, jetzt lässt gerade jeder einzelne Stein, den wir hier zerstören, ein Buch fallen. Das haben wir gerade mit unserer Änderung gemacht. Und sie sind relativ gemischt. 1, 2, 2, 2, 5. Die 1 bleibt nach wie vor in der Unterzahl im Verhältnis zu allem anderen. Also bei den ganzen Büchern hier hatten wir jetzt 2 Einsen dabei. Und auch hier sehe ich relativ wenige Einsen. Das ist so der Wermutstropfen am Randomizer von Unity. Normalerweise, wenn man sowas macht mit Zufallszahlen, dann macht man das in Form einer Bag. Eine Bag könnt ihr euch vorstellen, bildlich gesprochen, ihr nehmt 5 mal die 1, 5 mal die 2, 5 mal die 3, 4 und 5, stopft die zusammen in einen Sack, schüttelt den Sack einmal durch und zieht dann zufällig aus diesem Sack eine Zahl. So könnt ihr euch eine Bag vorstellen in der Programmierung. So, das nur als kleine Exkursion an der Stelle. Wir wollen das hier eigentlich auf gar keinen Fall so haben. Wir verlassen das Spiel jetzt erstmal wieder über Alt-F4 einfach. Und sind wieder zurück im Code. Okay, das hat offensichtlich funktioniert, dass jetzt auf jedem Stein ein Buch fällt. Das ändere ich am Ende wieder. Das, so einfach möchte ich es mir dann doch nicht machen. Aber das ist die eine Möglichkeit, hier Dinge zu manipulieren. Und wenn ich die entsprechende Datei hier wiederfinde, würde ich euch gerne noch was anderes zeigen, was man machen kann, was ich mir eigentlich überlegt habe, was mein Weg wäre, das hier zu tun. Nämlich Spawnbook. So. Nämlich, ich lasse das mal gerade auf 1F stehen. Das große Problem ist eigentlich diese Zeile. Weil hier wird nur einmal eine Nummer generiert und die wird fallen gelassen. Und wie ihr gesehen habt, ist das nicht wirklich gleich verteilt. Das ist mal eine 2, 3, 4, 5 und ganz selten ist es mal eine 1. Was ich mir an der Stelle vorstellen würde, wäre eine zusätzliche Abfrage. Die ist jetzt aber nur für meinen speziellen Fall, weil bei mir das Buch 1 nicht fällt. Und bei mir fällt das Buch 1 in allen Minen nicht. In meinem speziellen Fall würde ich gerne einmal prüfen, wenn die Nummer nicht 0 ist, also wenn wir nicht das erste Element des Arrays auswählen, warum auch immer der das hier nicht automatisch einrückt, ich habe keine Ahnung. Wenn er das nicht macht, dann würfel doch einfach nochmal. Er würde jetzt jedes Buch, das fällt, nochmal würfeln, wenn es nicht die 1 geworden ist. Aber dann ist egal, was er als zweites würfelt, das gewinnt. Und das heißt quasi, die Chance, das Buch 1 zu finden, ist in Anführungszeichen lucky, weil er es zweimal würfelt. Ist quasi mit Vorteil gewürfelt. Quatsch, da müssen wir gar nicht hin. Wir müssen hierhin alles speichern. Okay. So, und dann gehen wir wieder ins Game rein und testen das aus.
So, da sind wir wieder. Wir waren gerade in den Minen. Die Zeit ist auf 8 Uhr irgendwas. Das ist genau der Spielstand von eben. Die Chance, dass der Fakt, dass auf jedem Stein ein Buch fällt, ist weiterhin gültig. Ich mache mal gerade das Inventar komplett leer, soweit es geht. Geht wahrscheinlich nicht ganz, weil hier das Ding voll ist, aber das soll uns als Beispiel erstmal reichen. Ich sortiere mal alles nach unten, was uns jetzt gerade nicht interessiert. Wir haben noch zwei Schlüssel, das wird reichen. Wir haben keine Beeren mehr. Ja, das war ja sehr clever. Wir nehmen die Beeren wieder mit und lassen dafür das Buch hier und hüpfen zu den Minen. So, und jetzt sollte es doch deutlich anders verteilt sein von der Buchverteilung her. Ja, mach mal zu hier unten. Dankeschön. Wir können ja direkt mit Vakumulus jetzt arbeiten, da wir gerade schon demonstriert haben, dass es funktioniert. Kommt mal alle her und wir gucken gleich mal, wie die Verteilung tatsächlich ist. Wir haben auf jeden Fall schon ein Buch 1 bekommen. So. Ich hole jetzt einfach ein paar, okay, wir sind schon voll, damit wir eine Testmenge haben. Aber wenn wir jetzt mal durchgucken, 1, 1, 4, das ist eine 3, das ist auch eine 1, das ist eine 5 und eine 2 und eine 5 und eine 4 und eine 1. Aber ihr seht ja jetzt schon, denke ich, dass deutlich mehr an Buch 1 gefallen ist, aber auch die anderen Bücher sind noch gefallen. Also, sobald ihr es abschätzen könnt, welche Bücher bei euch gar nicht fallen, könnt ihr euer Spiel natürlich manipulieren, aber nochmal, ihr manipuliert damit die echten Game-Files. Das bedeutet, das gilt für jeden Charakter, den ihr anlegt. Ihr könnt die gebackupte Sunhaven Core wieder drüber ziehen. Dann ist auch wieder alles gut. Ich demonstriere euch auch gerne einmal, dass das in den anderen Minen genauso funktioniert. Also, das ist eine Funktion, die für alle Minen gilt. Haben wir die Tickets weggeworfen? Kann das sein? Ja, haben wir. Gut, dann gib mir mal die Tickets zurück. Ach so, Quatsch. Dann können wir eigentlich direkt von hier aus zu Sunhaven Farm. Dann machen wir das Inventar hier auch auf die gleiche Weise leer. Der Spielstand hier wird hinterher weggeschmissen. Also keine Panik, ich mache mich hier nichts kaputt. Ich werde das einfach resetten und alles ist wieder gut. So, die brauchen wir alle nicht. Das ist einfach nur, dass wir wieder Inventarplatz haben und den Schlüssel brauchen wir für diesen Anwendungsfall auch nicht mehr. Und dann gehen wir einmal nach Wither und ich zeige euch, dass die Bücher an der Stelle identisch fallen. So, dann sind wir zur Lobby. Und dann müssen wir runter zur U-Bahn. Hätte ich auch zusammenschneiden können, aber ganz ehrlich, die 2 Minuten haben wir auch noch. So, alles an Bord. Hier ist meine Fahrkarte, Königsticket. Rein da. So, da fallen jede Menge Bücher. Das heißt, das mit der 1 hat schon mal funktioniert. Also das mit dem, es fällt immer ein Buch. Oh, da waren jetzt ganz bei dem Candy Corn war jetzt ganz oft kein Buch dabei. Da liegt halt wirklich wahrscheinlich noch ein anderer Multiplikator drauf. Aber 5, 5, 3, 3, 2, 4, 3, 5, 5, 1. Es dauert tatsächlich immer noch relativ lange, bis eine 1 fällt. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Bücher bekommen, bis einmal die 1 gefallen ist. Und das, obwohl die Drop-Chance für ein Buch 1 jetzt lucky ist. Also es wird zweimal gewürfelt, ob eine 1 dabei ist. Und dann hat es auch wieder eine ganze Weile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, auch wieder 9 gedauert, bis eine 1 gekommen ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quatsch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann ist wieder eine gefallen. Und dann sind wieder zwei gefallen. Guck mal, das. Ich glaube, man kann hier einigermaßen den Random Generator von Unity bei der Arbeit zusehen. Weil 9 und dann sind 2 davon gefallen. Nochmal 9, dann sind 2 davon gefallen.
Ja, ich weiß ja nicht. Also der Unity Random, also es liegt nicht wirklich an Unity, es liegt an Random. Random Generator am PC ohne was dabei sind echt mies. Auf jeden Fall, so könnt ihr das machen, dass A, mehr Bücher fallen und B, es forcieren, dass die Bücher, die euch fehlen, auch wirklich mal droppen. So, gehen wir zurück in den Code und schauen uns an, was wir hier verbrochen haben. Also, wir würfeln einmal neu und jeder Stein lässt ein Buch fallen. Das ist eigentlich nicht das, was ich mir wünsche an der Stelle. Ich hätte gesagt, die Bücher dürfen durchaus doppelt so oft fallen. Das schon. Aber sie müssen nicht jedes Mal fallen. Vorher war es auf 0,0025. Ich mache jetzt 0,005 für mich da draus. Ihr könnt das anpassen, wie ihr wollt. Kompilieren. Und ich lasse das mit dem Lucky. Damit müssen wir bei uns im Let's Play immer noch die eine oder andere Mine durchforsten. Aber wenigstens haben wir eine deutlich höhere Chance, Buch 1 zu bekommen. Das ist mir an der Stelle wichtig. Wenn ihr allerdings sagt, ich brauche nur noch Buch 1 und ich habe absolut keine Lust mehr zu warten, dann könnt ihr auch einfach sagen, lasst mich eben wieder zur Funktion springen. Spawn Book. Dann könnt ihr auch zum Beispiel einfach sagen, den ganzen hier Rotz hier brauche ich nicht. Das ist auskommentiert, das gilt jetzt gerade nicht. Aber ihr könnt einfach sagen, ich brauche nur Buch 1. Also egal welches Buch fällt, lass es als 1 fallen. Ich zeige euch, dass das funktioniert genauso. Quatsch, nicht dahin. Irgendwann lerne ich das. Speichern, wirklich alles speichern. Hier wird jetzt nur Buch 1 fallen. Ich setze das aber, glaube ich, auch nochmal eben auf 1. Oder ich setze es nicht auf 1. Spawn Book. Ich setze es nicht auf 1. Ich setze es auf 0,1. Das bedeutet, jeder zehnte Stein müsste ein Buch fallen lassen. Auch um das einmal zu demonstrieren. Mal speichern. Okay. Dass das so funktioniert, machen wir das mal mit einem anderen Wert. Also ungefähr jeder zehnte Stein. Diesmal starten wir in Wither. Die Zeit hat sich auch nicht großartig verändert. Wir spielen halt wirklich genau den Stand weiter, den wir eben erst quasi erstellt haben. Wir sind aber voll, fällt mir gerade ein. Wir sind komplett voll mit Büchern. Dann gehen wir eben aufs Dach. Und machen leer. Wie eingangs erwähnt, dieser Spielstand wird am Ende nicht mehr existieren. Das ist völlig okay, dass ich hier alles einfach rauswerfe. So, in die Lobby. Und in die Minen. Beziehungsweise erstmal runter und dann mit der Bahn in die Minen. So, etwa jeder zehnte Stein und es darf nur Buch 1 fallen. Das ist die Prämisse. Das ist das, was ich euch versprochen habe. Mal gucken, ob ich das halten kann. Also. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Da ist das erste Buch und es ist eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, aber wie gesagt, die haben andere Multiplikator. Zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, 18, 19, 20, 21, 22, jetzt wird aber langsam Zeit. 23, 24, 25, 27, na, kommt nochmal eins. Da ist Buch 1. Auch das ist halt nach wie vor zufällig. Also es ist nicht, da ist auch nochmal Buch 1. Ich glaube, jetzt sind wir wieder im Schnitt. Es ist halt nach wie vor zufällig.
es heißt nicht jede 10 fällt, sondern halt die Chance ist 10%, dass ein Buch fällt. Da war wieder eins. Aber es ist alles Buch 1, wie ich versprochen habe. So, das zu dieser Demonstration. Und entsprechend könnt ihr hier halt auch eintragen, 1 für das zweite Buch, 2 für das dritte Buch, 3 für das vierte, 4 für das fünfte Buch, so rum. Wie gesagt, Array 0 basiert, könnt euch gerne was auf Google zu angucken. Nein, falsch. Könnt euch gerne auf Google was zu angucken, aber da will ich jetzt gar nicht so weiter drauf eingehen. Ah, ihr habt meinen Kommentar rausgeschmissen. Sehr gut. Was standen da vorher drin? Na, wer weiß es noch? Ich nämlich nicht. Doch, ich krieg das noch hin. Moment. Da stand vorher drin. Lass mich überlegen. Num ist gleich. Ich überlege nicht. Ich habe mir vorher ein Foto gemacht, was da original drin steht. Deswegen kann ich das eben runtertippen. Da stand drin Unity Engine. Punkt Random Range. Und zwar 0, weil 0 basiert. This. Punkt. Bookdrop.count und ich glaube, das war's. Richtig. Das stand hier vorher drin und dann haben wir unser if noch drunter gesetzt, wenn num ungleich 0, also wenn du nicht das erste Buch ausgewürfelt hast, dann kann ich hier lustige Zeichen machen, die ich alle gar nicht haben will. Dann würfel num doch bitte einfach nochmal. Und das hier setze ich jetzt auf 05f. Ist das richtig? Nein, 005. 005 müsste es sein. Oder? 00, ja. Ja. Das sind 0,5%. 200 Felsen, damit ein Buch fällt. Ich finde das für meinen Anwendungsfall fair, weil es im Let's Play halt schwierig ist, 300 Tage einfach nur durch die Minen zu laufen auf der Suche nach dem letzten Buch. Geht mit diesen Informationen, geht mit den Optionen, die ihr habt, vorsichtig um. Macht euch den Spielspaß nicht kaputt. Es ist ein bisschen wie Cheaten, das gebe ich zu. Aber nachdem ich jetzt ungefähr 10 Stunden versucht habe, wirklich nur 10 Stunden versucht habe, Buch 1 zu finden, halte ich das im Kontext eines Let's Plays für gerechtfertigt, an den Files so rum zu manipulieren, dass tatsächlich mal das fällt, was wir die ganze Zeit suchen, damit wir vorankommen. So, ich kompiliere. Das ist die Version, die ich mir an der Stelle wünsche. So möchte ich das haben. Bücher fallen doppelt so oft. Und wir würfeln zweimal, ob wir Buch 0 bekommen. Die anderen können aber nach wie vor fallen. So wünsche ich mir das. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen, vielleicht das ein bisschen zu verstehen. Ich bin sicherlich nicht der beste Lehrer, was Programmierung angeht. Ich mache das aber schon mein halbes Leben lang. Ich weiß ganz gut, was ich hier tue. Ich weiß aber auch, dass es wichtig ist, ich sag mal, Backups anzulegen, falls man irgendwas kaputt macht. Man kann sich hier nämlich auch wunderbar mit einer Wildschleife zum Beispiel eine Endlosschleife reinschreiben und dann funktioniert gar nichts mehr. Das Spiel wird crashen, sobald das erste Buch fällt. Aber wie das geht, zeige ich euch nicht. Die Fehler müsst ihr selber machen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ich hoffe, ihr findet mehr Bücher als ich. Bis zu einem anderen Video, hoffe ich. Ciao!